So, das liest sich ja schon mal ganz gut. Weihnachten steht vor der Tür und ich bin auf der Suche nach einem leckeren Weihnachtsmenü. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, Fleisch, Fisch, vegan. Eins ist auf jeden Fall sicher, bei unserem Treffpunkt ist heute für jeden was dabei. Wir haben nämlich für Sie tolle Weihnachtsmenü-Ideen gesammelt. Und ich habe mich verabredet hier mit dem Timo Böckle vom Hotel Reusenstein. Bin mal gespannt, was er mir so zaubert. Und los geht's aber, Schloss Eberstein in Gernsbach, vielleicht kennen Sie es. Da kann man nämlich einen Weihnachtsmenükurs beim Spitzensternekoch buchen. Schloss Eberstein im badischen Gernsbach. Hier oben kann man Sterneküche genießen und in der Adventszeit einen Weihnachtsmenü-Kochkurs besuchen. Beim Chef des Hauses. Herzlich willkommen im Schloss Eberstein zu unserem Weihnachtsmenü. Vorneweg gibt Steinbutt mit Sesamnusskruste. Im Hauptgang Rehmedaillons mit Quittensauce. Und als Dessert Lebkuchenmus mit Vanilleorangen. Und natürlich gute Ratschläge. Wo sind denn die kleinen Tipps und wo sind die Tricks, die in Rezepten eigentlich niemals drin stehen? Weil so viel kann man in Rezepte natürlich gar nicht reinpacken. Und das ist jetzt Eigelb und Ei. Und das tun wir jetzt unterm Wasserbad aufschlagen, ja? Und dann wird es auch schon schön schaumig und cremig. Das Seminar beginnt mit dem Nachtisch. Den kann man schon Stunden vor dem Essen vorbereiten. Riecht mal rein. Das ist jetzt ein unglaublich leckeres. Richtig Weihnachten. Das Ziel, an Weihnachten was Tolles kochen, aber nicht den ganzen Abend in der Küche stehen. Zwei Massen, die unterschiedlich in den Temperaturen sind, zusammengeführt werden. Wenn es zu warm ist, gerinnt die Sahne. Ist es zu kalt, geht die Masse keine Bindung ein. Das ist eigentlich rein fachlich das Problem an der Nummer. Da gibt es einen Trick. Okay. Indem man jetzt nur ein Drittel der Sahne in die Masse gibt, dann kühlt die sich ja schon runter und temperiert. Ah. Und dann wird die letzten zwei Drittel der geschlagenen Sahne in die Masse eingegeben. Okay. Das ist der Trick. Jetzt wird es eingerührt, untergezogen, mit dem Schneebesen, die Schüssel gedreht. Und somit haben wir recht schnell ein tolles Volumen und nicht geronnen, überhaupt nicht tipptopp. So, jetzt kommt der nächste Trick. Das wäre jetzt zu flach zum Nocken machen. Aber wir sind ja clever und wir spannen das nach oben, seht ihr? Okay. Und dann ist es tipptopp. Und so kommt es in den Kühlschrank. Braucht ungefähr so eine Stunde, zwei, dann ist es angezogen. Filetierte Orangen geben dem Nachtisch noch eine fruchtige Note. So, seht ihr? Mit Himbeeren und Honigblättern angerichtet wird das Lebkuchenmus zum Hingucker. Weiter geht's mit der Vorspeise. Pilze und Erbsen, schön präsentiert, passen gut zum Fisch. Das ist also ein richtiges Prachtexemplar. So. Schaut's mal her. Und der Steinbutt, der ist außergewöhnlich. Der hat an der Oberseite zwei Filet, eins rechts und eins links. Und das gleiche auch auf der Unterseite. Deswegen hat er vier Filets. Also das ist die Hautseite und das ist die Fleischinnenseite. Die Fleischinnenseite wird ganz leicht eingetaucht, nur ganz leicht meliert und wird dann so draufgelegt. Den brate ich zwei Stunden vor die Gäste kommen auch schon an. Weil dann mache ich die Küche noch mal sauber, gehe mich frisch machen, ziehe mich um und bin auch Gastgeber und Teil des festlichen Essens und stehe nicht den ganzen Abend in der Küche. Das ist stressfreies Weihnachten. Aha. Man würde sich das zu Hause gar nicht trauen, den Fisch vorzubraten. Ja. Würde man sich nicht. Aber der Trick ist, ich brate den nur auf eine Seite und mache die große Seite nach oben. Und dann kommt der nachher nur noch 4 Minuten in den Ofen, dann ist er auf den Punkt perfekt. Stressfrei. Perfekt. So. Genau, und jetzt machen wir genau mittig drauf
Genau, perfekt. Und dann kommt die Nadja mit dem Topping. Im Stapel anrichten, dann bleiben die auch im Stapel natürlich warm. Das ist die Urkarotte. Die Urkarotte. Uralte. Das ist der Ursprung der Karotte. Das ist eine gelbe Karotte und die orangefarbene Karotte, das ist eine Kreuzung. Und jetzt möchte ich das auf dem Teller nachher zeigen, dass der Gast sieht, was er isst. Das ist das Spannende. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen der Hintergrund unserer Küche. Nicht immer alles so super klein zu schneiden, sondern das Produkt ist das da. Die gelbe Karotte, die wird nachher auch extrem gelb. Und das ist natürlich mit dem Rehrücken nachher ein Farbenspiel auf dem Teller, wo man sagt, was ist denn das jetzt? Ganz toll. Gleiche Verarbeitung, also Schäle, vorne hinten abschneiden, dann einmal halbieren und einmal schräg. Seht ihr? So. Okay. Also bei einem Koch, da entsteht auch im Ursprung schon, sag ich jetzt mal, die Idee auf dem Teller und das Handwerk. Und jetzt in die Mitte kommt nachher der Rehrücken rein. Das, da ist man erstmal beschäftigt mit dem Teller, was kommt da. Ein kleines Kunstwerk. So sieht's aus. Und das sollte es sein. Aber es ist alles handwerklich sehr gut vorzubereiten. Jetzt dürfen auch die Kursteilnehmer Hand anlegen und selbst ausprobieren, ob sie das gerade Gelernte auch anwenden können. Die rote Karotte ist für mich neu, die Urkarotte. Ich bin wirklich überrascht. Vor allem von der Konsistenz her ist es eher so ein bisschen wie so eine rote Beete. Vielleicht ein bisschen fester, aber extrem geschmeidig von der Struktur her. Bin gespannt, wie die nachher schmeckt. Schöne Farben und Formen sind wichtig bei der gehobenen Küche. Und auch beim Hauptgang möchte man an Weihnachten ein besonderes Fleisch, wie Reh. Wir müssen den Rehrücken jetzt auslösen. Und was das oberste Ziel ist, ist diese Haut, die wir hier oben haben, das ist die Silberhaut, fachlich. Die muss weg, weil sonst beim Braten der Rücken sich zusammenzieht. Ja. Ja? Dann schneiden wir mit dem scharfen Messer hier rein. Ganz vorsichtig. Dreh es um. Legen es. Wie beim Fisch. Raffiniert. Okay. Und fahr zwischen dem Filet und der Haut nach rechts weiter. Und jetzt sieht es komplett verfranst und jetzt, aus. Ja, bei mir auch immer. Ja, total wichtig. Vorher salzen. Gut salzen. Dann einlegen. Immer Aromaten mitbraten. Thymian, Rosmarin. Ja, weil es erstens richtig Power gibt, Aroma gibt. Und beim Wild natürlich Wacholder. Und den Wacholder habe ich schon immer ein bisschen angestoßen, ja, dass er dann gleich sein schönes Aroma entwickelt. Jetzt wird es goldbraun gebraten, ja, und von beiden Seiten und kommt dann wieder auf das Blech. Also ich könnte das jetzt 2 Stunden, bevor die Gäste kommen, vorbereiten und schiebe das kurz bevor ich serviere, 7 Minuten Backofen. Fertig. 160 Grad, 7 Minuten. 7 Minuten fertig. Und dann ist fertig. Ja. Perfekt. Ob zart rosa oder durch, wichtig ist, dass schön angerichtet wird. Ja, 2 Löffel, einer rechts und einer hier links. Ja. So. Und der letzte Teller sind Filets, ja? So, jetzt nehmen wir die Teller raus, servieren die. Das Schönste zum Abschluss, das Verkosten. Jetzt kann jeder probieren, ob das Weihnachtsmenü auch schmeckt. Also, Bernd hat gezaubert, ich fühle mich heute als Sternekoch. Das ist sensationell. Ich bin sprachlos. Einfach zu machen eigentlich, wenn man weiß, wie. Und deswegen ganz toll, war schon die Bereicherung heute. Wirklich strukturiert den Weihnachtsabend vorbereitet und kocht und auch aktiv teilnimmt. Das nehme ich heute mit. Also auch nicht den einen in der Küche stehen lassen, sondern dieses Erlebnis, das Weihnachtsessen zusammen zu machen. Das ist ein ganz, ganz großes Kino. Denn so können alle zu Hause gemeinsam genießen. Wie beim Weihnachtsmenükurs im Schloss Eberstein. Ich bin in seinem nagelneuen TV-Studio. Sie kennen ihn alle. Timo Bückle von Kaffee oder Tee. Klasse, dass du Zeit hast für uns im Treffpunkt hier. Sehr gern. Ich habe ein Thema. Und zwar, ich bin dieses Jahr verantwortlich fürs Weihnachtsmenü bei uns zu Hause. Was macht jetzt ein Mann, der nicht jedes Wochenende am Herd steht,
an Weihnachten, damit es nicht schief geht? Ein Nicht-Profi. Ja, sozusagen. Ein Hobbykoch. Idealerweise Schnitzel. Ah, nee. Schnitzel. Da kannst du nicht viel falsch machen. Okay. Kartoffelsalat hast du ja eh von der Seitewürstle. Meistens gibt es ja Seitewürstle mit Kartoffelsalat. Nein, Schnitzel. Schnitzel geht immer. Okay. Du musst ja ein bisschen was Besonderes einfallen lassen. In dem Fall machen wir das Schnitzel aus Wild, also aus Wildschwein. Oh. Rehe würde auch gehen, aber wir nehmen halt Wildschwein. Okay. Und da musst du halt einfach noch ein bisschen Salat dazu machen, der gut passt, wie zum Beispiel Kartoffelsalat oder Krautsalat. Und den ein bisschen aufmutzen. So, und am Ende des Tages sollte dann jeder Gast so ungefähr 180 Gramm Fleisch auf dem Teller haben. So. Und dann legt man diese auch so schön nebeneinander. Man sagt ja beim Wiener Schnitzel, sagt man ja, das soll so dünn sein, dass man eine Zeitung durchlesen kann. Macht man jetzt beim Wildschweinschnitzel, oder ich mach's beim Wildschweinschnitzel nicht. Ich mag das gern, wenn die ein bisschen dicker sind und trocknen mir nicht so schnell aus. Jetzt braucht es natürlich noch die duftend weihnachtliche Panade dazu. Und der Timo hat zu mir gesagt, ich soll ein Reisigzweig holen. War das jetzt ein Spaß oder ernst gemeint? Nee, das war mein Ernst. Ehrlich jetzt? Ja, wir machen jetzt dem Ganzen noch ein bisschen was Weihnachtliches zu geben. Am Geschmäckle habe ich gedacht, da kannst du zum Beispiel den Weihnachtsbaum noch verschaffen. Ja. Oder gehst zu deiner Fichte oder einer Tanne, je nachdem, was du für einen Christbaum hast. Ja. Machst da einen Zweig weg und dann nimmst du gerade die Nadeln runter. Gibt es einen Unterschied zwischen Nordmannstanne und Schwarzwaldfichte? Es ist tatsächlich so, dass jeder Nadelbaum sich unterscheidet vom Aroma. Also Fichte ist das jetzt zum Beispiel. Fichte hat ein ganz feines, mildes Aroma. Tanne ist sehr kräftig. Ja. Douglasie zum Beispiel, ganz toll. Douglasie hat so ein richtig zitroniges Aroma. Da denkst du, da hat einer eine Zitrone reingerieben. Das glaubt ja keiner, dass da keine Zitrone drin ist. Ja. Also tatsächlich hat jeder Nadelbaum ein anderes Geschmäckle. Aber natürlich nur Bäume nehmen, die jetzt draußen ganz normal wild gewachsen sind. Boah, riecht klasse. Cool, gell? Halt. Schön. Und das gibst du jetzt hier, das ist jetzt so leicht grün geworden durch die. Und jetzt gibst du das da drüber. Ja. Aber es wird noch nicht reichen, um die Panierung, die außen rum kommt, das Brot, um das grün zu färben. Petersilie färbt auch stark. Da zupfst du einfach ein paar Blätter ab. So, bevor du aber da aufs Knöpfle drückst, nimmst du mal so ein bisschen von dem groben Paniermehl und gibst das mal da rein, genau. Mit Mehl bestäuben. So, jetzt kommen die hier ins Ei rein. Einmal rechts, einmal links, gut abtropfen lassen. Und dann hier in dein grünes Paniermehl rein. Es sieht doch richtig klasse aus. Grüne Schnitzel. Aber wir haben noch mal einen Tipp für Sie. Und zwar Forelle Blau. Passt doch auch zu Weihnachten. Alles rund um den Fisch. Wir haben uns für Sie kundig gemacht. Und zwar in der alten Mühle in Neuenbürg. Wer in der alten Mühle in Neuenbürg einkehrt, kann eine Vielzahl verschiedener heimischer Fische und Fischgerichte probieren. Vielen Dank. Dankeschön. Sieht das sehr lecker aus. Das ist Fisch. Direkt vor dem Restaurant werden die Fische gezüchtet. Mitten in der Natur schwimmen vor allem Forellen in den zahlreichen Teichen, die von der Ajach mit Frischwasser gespeist werden. Zur Weihnachtszeit merkt man das, dass die Leute doch eine schöne Lachsforelle kaufen oder ein Lachsforellenfilet. So kaltgeräucherte Sachen so als Vorspeise auch oder für den Salat. Das hat sich so ein bisschen mehr in die Delikatesse abgewandelt. Das Prinzip der Familie Zordel: Transparenz. Wer möchte, kann bei der Bearbeitung der Fische zuschauen. Die Erkenntnis: Frischer kann eine Forelle nicht auf den Tisch kommen. Jeder Arbeitsschritt ist einsehbar von jedem, auch in der Verarbeitung hinten durch die Fenster. Man kann also jeden Schritt, wer möchte, kann jeden Schritt sich anschauen oder beobachten. Wir haben da nichts zu verstecken und wir machen nichts hinter einem geschlossenen Vorhang. Man kann die frischen Fische direkt vor Ort kaufen oder im Restaurant in veredelter Form probieren. Der Evergreen in der Küche ist Forelle.
In der alten Mühle gibt es Regenbogenforellen, Goldforellen und Lachsforellen, aus denen Philipp Schmidt Tartar zubereitet. Gehackte Zwiebeln und Dill geben dem Gericht seine Würze. Für das Lachsforellen-Tartar nimmt man am besten ein Filet. Zunächst einmal muss die Haut weggeschnitten werden, die Gräten sollten weggeschnitten werden und sie dürften, die untere Fettschicht muss nicht unbedingt mitgenommen werden. Die Lachswürfel sollten nicht zu klein sein, nicht zu groß, circa einen halben Zentimeter groß. Beim frischen Fisch ist das Schöne, dass es noch knackt, wenn man es isst, weil frischer Fisch fest ist. Ruhig gut würzen, der Fisch kann das vertragen. Gerade frischer Fisch zieht noch die Gewürze ein. Salz und Pfeffer hebt das meiste aus dem Gericht hervor. Wir könnten auch noch mit Avocado oder Meerrettich arbeiten, aber das würde den Fischgeschmack nach hinten stellen. Wir wollen, dass der Fischgeschmack vorne ist. Das Ganze gut vermengen und in Form bringen. Ein bisschen Lachsforellenkaviar. Lachsforellentatar. Forellen kocht man am besten mit Wein und Gewürzen. Das Wichtige bei der Forelle Blau, Sie müssen ihn innen abwaschen und außen nicht, denn durch den leichten Schleim bekommt die Blau ihre Farbe. Dass die Forelle im heißen Wasser reißt, ist ein Beweis für ihre Frische. Einige Minuten köcheln und schon ist der Fisch gar. So, fertig ist unsere Blau, wenn sie den Riss hat, wenn sie schön fest ist. Schnittlauch drüber, fertig. Wichtig ist, die Forelle Blau schnell zu servieren, ansonsten ist Forelle Grau. Die Forelle Müllerin muss man braten. Ganz oder als Filet? Beim Filet ist wichtig, dass man die Haut dran lässt. Erstens sind dort die ganzen Gewürze drauf. Und zweitens ist das das, was knusprig sein soll. Wie beim Hähnchen. Sein Hähnchen isst man ja auch nicht ohne Haut. Dann bei der frischen Forelle ist natürlich wichtig, schöne rote Kiemen. Schöne klare Augen. Der feste Druck des Fleischs und ganz wichtig, kein Geruch. Die Forellen werden meliert, dass sie schön knusprig werden. Wir haben in unserem Mehl auch noch eine geheime Gewürzmischung. Salz und Pfeffer können die Gäste dann gerne selber nachwürzen, falls es ihnen zu wenig ist. Und hieran erkennen Sie jetzt, dass es frische Filets sind. Das Fleisch schwellt sich sofort und verzieht sich und wird fest. Mandelsplitter runden den Geschmack der Filets ab. Die Filets kann man direkt essen. Die ganze Forelle muss noch filetiert werden. Klassische Beilage zu allen Forellengerichten sind Salzkartoffeln. Nicht nur in der alten Mühle in Neunbürg. Zum Fisch wird natürlich die Kartoffel gereicht und das Größte in der schwäbischen Küche ist natürlich der schlonzige Kartoffelsalat. Passt zum Fisch, aber auch natürlich zu unserer Schnitzel, oder? Mit weitem Abstand das Wichtigste. Ja. Passt zu beidem hervorragend. Und darum machen wir jetzt auch einen Kartoffelsalat, einen klassischen Kartoffelsalat. Aber wir motzen den ein bisschen auf, und zwar mit gerösteten Kürbiskernen. Ist das eigentlich die Sieglinde? Nein, in dem Fall ist es die Annabelle.
Okay, und welche, oh, ein schöner Name. Ja, und welche Dame sollte ich auswählen zum Kartoffelsalat? Also wir nehmen immer Annabelle, aber das ist natürlich wie alles andere auch Geschmackssache. Es gibt so viele tolle Kartoffelsorten. In der Regel nimmt man vorwiegend festkochende Kartoffeln. Mhm. Meine Oma zum Beispiel nimmt halb mehlig kochende, halb festkochende, weil sie will, dass es so richtig schlonzig ist. Da kommt es aber nicht auf die Optik an, da geht es mehr oder weniger nur um den Geschmack. Die kann man jetzt entweder auf dem Brett schneiden oder klassisch, wie die Oma es gemacht hat, ja, einfach so runterrädeln, hier rein. Also bei mir zu Hause machen wir es ganz klassisch. So, und in den schwäbischen Kartoffelsalat gehören auch Zwiebeln rein. Und die schneiden wir jetzt erstmal in Würfel. So, jetzt kommen die Zwiebeln da drauf. Den Essig direkt zur Brühe rein. So. Ich habe jetzt eine Fleischbrühe genommen. Gemüsebrühe würde auch gehen. Wobei Fleischbrühe schon deutlich leckerer ist. Und da gibst du jetzt auch gleich deinen Senf dazu rein. So. Salz, Pfeffer. Das ist jetzt Kartoffelsalatgewürz. Das ist ein bisschen grün, also Salz, Pfeffer und Liebstöckel ist da mit drin, weil meine Oma immer Maggi mit rein hat in Kartoffelsalat und das immer so gut geschmeckt hat. Deswegen machen wir Liebstöckel mit rein. So, also, das Ganze wird jetzt verrührt. Weil viele tun immer ein bisschen Salz rein, wieder Pfeffer, mischen nochmal durch, probieren, immer noch nicht recht, nochmal mischen und am Schluss ist dann nur noch Kartoffelpüree übrig. Einzige, was nicht drin ist, ist Öl. Warum? Weil ansonsten wäre das sofort zu. Sobald ich da Öl reinmache, nimmt meine Kartoffeln keinen Geschmack mehr auf. Das Öl kommt immer erst zum Schluss dazu. So, Kürbiskerne noch drüber, mhm, dann hat man einfach ein bisschen einen anderen Geschmack. Einfach mal was anderes zu Weihnachten. Interessante Kombination. Das ist aber jetzt kein veganer Kartoffelsalat. Nein, weil Fleischbrühe drin ist und Veganer ja keine tierischen Produkte essen. Mit Gemüsebrühe wäre vegan. Aber vegane Restaurants werden immer beliebter. Wir haben eins besucht in Stuttgart, das Super Yummy Kitchen. Und das wird betrieben von der Kathi Bretsch. Was hier im Super Yummy in Stuttgart serviert wird, ist garantiert zu 100% rein pflanzlich. Inhaberin Kathi Bretsch ist eigentlich gelernte Grafikdesignerin, hat sich mittlerweile jedoch voll und ganz der veganen Küche verschrieben. Hi, ich bin die Kathi vom Super Yummy Kitchen in Stuttgart und ich mache mit euch ein Weihnachtsmenü heute. Das ist jetzt der Gruß aus der Küche. Wir starten jetzt aber erstmal mit dem Cashew-Frischkäse und dem Basilikum-Pesto. Das heißt, ich habe naturbelassene Cashewkerne. Die werden einfach in eine Form, in der ich später pürieren kann, mit Wasser gegeben. Die weichen jetzt einfach eine Runde ein. In der Zeit machen wir das Pesto. Das heißt, wir haben hier frisches Basilikum. Wir machen ein bisschen Knoblauch mit rein. Ich schneide es nur ganz grob, es wird eh noch mal püriert. Jetzt Öl mit dazu. Das würde ich jetzt einmal kurz durchpürieren. Genau, wir fügen jetzt noch Zitronensaft zu. Das ist einfach für die im normalen Pesto ist ja ein Parmesan oder Grana Padano oder drin. Und diese Käse haben durch ihre Fermentationsprozesse sehr, sehr hohe Säureanteile. Und das fehlt uns natürlich in dieser Nussmischung. Das heißt, da kommt ein guter Schluck Zitrone mit rein. Und dann das Käsegeheimnis, Hefeflocken. Also das ist so ein veganer Trick. Das mischt man einfach drunter. Bei denen muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein. Es gibt so einen Kipppunkt. Bis zu einem gewissen Grad wird es immer leckerer und dann schmeckt es total nach Hefe. Jetzt bereiten wir den Cashew-Frischkäse zu. Das heißt, das hier sind unsere eingeweichten Cashewnüsse. Die haben jetzt einfach ein bisschen Flüssigkeit eingesaugt und sind auch dadurch viel leichter zu pürieren. Jetzt hacken wir frische Kräuter. Die kommen einfach in den Käse mit rein. Dann nur noch ein Kartoffelbrot anrösten, dick mit dem Cashew-Frischkäse bestreichen und mit dem Pesto verfeinern. Fertig. Einmal Röstbrot mit Cashew-Frischkäse und Basilikum-Cashew-Pesto. Wir machen als Hauptgang
köstliche Maultaschen mit einer Spitzkrautfüllung, nachher auf einem lauwarmen Linsensalat. Ich erkläre euch aber erstmal kurz, wie ich den Maultaschenteig mache, weil der natürlich anders als der normale Eierteig ist. Das heißt, wir verwenden nur einen kleinen Anteil Mehl, verwenden dafür sehr viel mehr Hartweizengrieß, eine kleine Prise Salz kommt schon mit rein und Wasser. Da der Teig ohne Ei ist, muss man den jedoch etwas länger durchkneten als gewohnt. Am einfachsten geht das, neben dem Auswählen, mit einer Küchenmaschine. Hier kommen wir jetzt zu unserer Maultaschenfüllung. Das heißt, wir machen Spitzkrautmaultaschen. Das ist natürlich super saisonal, super regional, kommen hier von den Feldern oben runter. Ist aber auch ein cooles Produkt, weil man es tatsächlich in Deutschland das ganze Jahr über bekommt. Den röstet ihr einfach bei so mittlerer bis ordentlicher Temperatur durch, bis er schöne braune Stellen bekommt. Kleines bisschen Salz und Pfeffer dazu, that's it in dem Fall. Einmal die Champis. Den gerösteten Spitzkohl dann einfach mit Champignons mischen und mit Lorbeer, Wacholder und Kümmel kräftig würzen. Der Rest ist für echte Schwaben dann sozusagen Business as usual. Die veganen Herrgottspscheißerle werden im Prinzip genauso zubereitet wie herkömmliche Maultaschen. Nur, dass es in dem Fall eigentlich nichts zu bescheißen gibt. Jetzt haben wir hier unsere gerösteten Spitzkohlmaultäschchen mit Champignons. Die richten wir jetzt auf dem Teller einfach an mit dem lauwarmen Beluga-Linsensalat. Wir haben noch ein bisschen Röstzwiebeln vorher gemacht. Die geben wir jetzt oben auf. Guten Appetit. Das Dessert gilt als die Königsdisziplin der veganen Küche, weil man komplett ohne tierische Produkte wie Milch, Eier, Sahne oder Gelatine auskommen muss. Die Basis für die Weihnachtstartlets ist ein klassischer Mürbteig, aber eben ohne Ei und natürlich mit veganer Margarine. Für die vorgebackenen Tartlets machen wir jetzt die Haselnuss-Blaubeercreme. Das interessante Produkt hier, das ist die vegane Gelatine, das ist Agar-Agar, ein Algenpulver. Das geliert auch genauso aus, das heißt, du könntest das mit Wasser aufkochen und in eine Form gießen und hast nachher einen gelierten Block. Es ist aber eben rein pflanzlich. Da geben wir auch einfach so ungefähr einen Teelöffel mit rein. Das Ganze wird jetzt durchpüriert, kommt dann auf den Herd. Wichtig ist, es muss 2 Minuten einmal durchkochen, weil erst dann sich diese Agar-Agar-Gelatine richtig verbindet. Davor wird sie nicht richtig fest. Also dieses Durchkochen ist wirklich ein wichtiger Prozess. Die Masse muss jetzt einmal aufkochen. Wir geben aber schon Haselnusspulver, fein gemahlenes dazu. So, hier haben wir jetzt die Blaubeer-Haselnuss-Creme. Das gießen wir jetzt einfach hier in die Tartlets ein. Das Ganze wandert jetzt in die Kühlung für circa eine halbe Stunde, damit die Creme schön durchstockt. Und dann können wir mit der Schokomousse starten. Jetzt haben wir hier vegane Sahne. Das ist eine pflanzenfettbasierte Sahne. Das ist einfach eine Mischung aus verschiedenen Pflanzenfetten. Wie ihr seht, wirklich auch so flüssig wie reguläre Kuhsahne. Und lässt sich natürlich auch genauso einfach wie diese aufschlagen. Jetzt ist die Sahne aufgeschlagen. Wir geben einmal rein geschmolzene Schokolade. Wir geben noch Puderzucker zum Stabilisieren und Süßen bei. Noch mal ein bisschen entölter Zartbitterkakao und ein kleines bisschen Vanille wieder. Fertig ist das Mürbteigtörtchen mit Blaubeer-Haselnusscreme und einer Mousse au Chocolat-Haube. Grundsätzlich ist vegane Küche ganz einfach. Wenn man frische, natürliche Produkte verwendet, gibt es immer kreative Alternativen zu einem Stück Fleisch. Also natürlich muss man Rezepte überdenken und umdenken. Ein bisschen Kreativität ist gefordert, aber eigentlich ist es sehr, sehr einfach. Und obendrein auch noch gesund und super lecker. Es sieht fantastisch aus und es riecht ein bisschen nach Wald, nach Fichte. Ein bisschen, ja. Grünes Schnitzel und das Rote, was ist das? Das ist Preiselbeerrettich. Preiselbeerxelz mit Meerrettich, frischem Meerrettich reingerieben. Ich habe eigentlich gedacht, du schenkst uns einen Rotwein ein, weil wild. Ja, habe ich auch gedacht erst, aber dann habe ich mich für den Grauburgunder entschieden. Weil ich einfach meine, dass es zu dem Schnitzel, weil es Frischlingsschnitzel ist, gut passt. Also stoßen wir an auf die vorweihnachtliche Zeit. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen vierten Adventsabend und dann ein schönes Weihnachtsfest. Die richtigen Tipps haben Sie jetzt bei uns beim Treffpunkt bekommen. Ja, alle unsere interessanten Treffpunktsendungen können Sie natürlich nachschauen in der ARD Mediathek oder auf YouTube. Und ich wünsche jetzt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt essen wir aber dann. Ja, unbedingt.